Die Pixel-Smartphones sind Googles Referenz-Smartphones. So sollen auch die neuen Modelle Pixel 3 und Pixel 3 XL zeigen, was mit Android heutzutage möglich ist. Neben der Kamera legt Google dabei den Fokus auf einfache Bedienung und Hilfe gegen Smartphone-Sucht mit teils durchaus innovativen Ideen. Wie aber schneiden Pixel 3 und Pixel 3 XL im harten Test ab? Computerbild hat die Ergebnisse aus dem Labor ausgewertet. Das schlichte Glasgehäuse mit leicht gewölbtem Display wirkt stilvoll. Hinten ist das Glas unterhalb der Kamera matt angeschliffen. Oben im Bereich der Kamera befindet sich pures glänzendes Glas. Vor allem der matte Bereich fühlt sich beeindruckend an. Fingerabdrücke fielen nicht auf. Das Design wirkt hier aus einem Guss. Den hundertfachen Falltest aus 80 cm überstanden die Pixel 3 Modelle trotz Glasrückseite unbeschadet. Gegen Stürze auf Beton oder Stein sollte man es dennoch per Hülle schützen. Technisch sind beide Pixel 3 Modelle fast identisch. Beim Display jedoch hat der Nutzer die Wahl zwischen einem großen 6,3 oder einem noch handlicheren 5,5 Zoll Bildschirm. Durchwachsen war die Qualität der OLED-Displays. Die Farbkontraste sind zwar hoch, doch das Display des Pixel 3 XL zeigte sich im Labortest noch nicht mal halb so hell wie das des Galaxy S9, nicht sommertauglich. Das Display des kleinen Pixel 3 war mit 511 Candela immerhin ein wenig heller. Im Inneren sorgt der Snapdragon 845-Prozessor in Kombination mit dem schlanken Android 9 Pie für Tempo. Hinzu kommen drahtloses Laden, Schnellladen per 18 Watt USB-C-Netzteil und ein Speicher, wahlweise mit 64 oder 128 GB. Der Arbeitsspeicher ist mit 4 GB für die angepeilte Preisklasse nicht üppig, aber ausreichend. Schade, anders als bei den neuen iPhones ist eine Dual-SIM-Nutzung nicht möglich. Die eSIM ist nur alternativ zur echten SIM nutzbar. Die Akkulaufzeit des Pixel 3 XL liegt mit 10,5 Stunden im Durchschnitt. Das kleinere Pixel 3 hielt im Test mit fast 12 Stunden deutlich länger durch. Die größte Hardware-Neuerung ist die zweite Frontkamera mit stärkerem Weitwinkel für Gruppenselfies. Die Fotos schnitten im Test gut ab und bieten dank intelligenter Mehrfachbelichtung auch beim Zoomen eine vergleichsweise gute Bildschärfe. Die Hauptkamera macht bei Tageslicht gute Fotos. Innovativ ist hier vor allem der sogenannte Super-Res Zoom, ein von Profikameras auch als Pixel-Shift bekannte Technik. Erstmals in einem Smartphone verbaut, nimmt die Kameratechnik schnell hintereinander mehrere leicht verschobene Fotos vom selben Motiv auf, sodass sich durch Überlagerung schärfere Bilder errechnen lassen. Bei wenig Licht aber blieb die Bildqualität unter den Erwartungen. Per Update soll die Kamera-App bald aber einen speziellen Nachtsichtmodus erhalten. In einer ersten Vorversion konnte die Nachtsicht-App etwas hellere Bilder liefern, doch die finale Version stand beim Test noch nicht bereit. Mit der Pixel 3-Serie nimmt sich Google viele Alltagssorgen der Smartphone-Nutzer an. Tatsächlich gefällt die schlanke und durchdachte Software in vielen Details. Im Labor aber zeigt gerade das XL-Modell Schwächen. Der Bildschirm ist zwar scharf, aber viel zu dunkel. Und die Akkulaufzeit ist kürzer als beim kleinen Pixel 3. Unterm Strich bleibt die Pixel 3-Serie mit einem Preis ab 849 Euro. Ein Tipp für Fans von purem Android, ist aber keine Gefahr für die Topmodelle von Samsung und Huawei.